fahren Sie im Zeitfahren-Modus alleine auf der Strecke Ihrer Wahl. Dieser Modus ist für Spieler, die ihre Bestzeit auf einem bestimmten Kurs verbessern möchten. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Isle of the Man. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß über das, ist, dass es die gefährlichste Motorradstrecke der Welt ist. Und die dreht sich um eine Insel. Ja, und wir versuchen hier mal eine Time-Attack zu starten. Und da stirbt anscheinend bei jedem Rennen mindestens ein Mensch. Mal schauen, wie wir da sind. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir sind da dieser Motorradfahrer. Und ich habe einfach Bock, das mal auszutesten. Weil ich stelle mir das schon ziemlich spannend vor. Es ist mein zweites Mal, ehrlich gesagt, dass ich spiele. Ich habe es schon ein bisschen getestet wegen der Steuerung, dass ich die da ein bisschen raus habe. Aber ich bin ein paar Mal, hat es mich hingelegt, sagen wir es mal so. Vielleicht bin ich heute ein bisschen besser. Okay. Ja, perfekt. Gut, und da hat es mich das erstmal hingelegt. Also eine Runde geht ungefähr 20 Minuten, nehme ich an. Also es wird schon ein längeres Video wieder werden. Aber es seid ihr ja gewohnt von den ersten Videos. Ah. Ups. Und ich bin halt da noch kein Profi drin, nein. Wie man es vielleicht sehen kann. Also in der allein in der ersten Minute sind wir schon zweimal hingefallen. Wie soll das was werden? 20 Minuten. Was fliegen wir mindestens 40 Mal um, oder wie? Im Durchschnitt. Wäre doch schön. Das ist einfach ein kleines Just for Fun Video, also. Das ist einfach etwas, was ich mal austesten möchte, weil ich es sehr interessant finde. Ich habe mir auch schon ein paar Videos dazu, ehrlich gesagt, auch schon auf YouTube angeschaut. Das ist wirklich krass. Also wie ihr hier auch gerade seht, wir fahren damit 280 auf einer ganz normalen Straße. 290. Ah, okay, die 300 erreichen wir nicht mehr. Aber das ist schon echt sick. Hier seht ihr das einfach 52 durch eine Ortschaft durch. Also das ist definitiv nicht ohne Nerven. Und dann 20 Minuten lang diese Konzentration zu behalten, für die einmal um die Insel zu kehren. Ich glaube, das wird keiner von uns hinbekommen. Und ich schätze mal, dass das hier eine 60er-Zone oder so ist. Wir brettern hier mit 200 durch. 300 jetzt! Wir sind auf 300! Ich kann halt diese Strecke nicht. In dem kann ich nichts viel dazu sagen. Ich weiß, dass sie zwischen Irland und England irgendwo ist. Aber sonst kann ich echt nichts viel sagen. Und da ist es das dritte Mal, dass ich mich hingelegt habe. Eigentlich noch gut innerhalb von 3 Minuten. Ich meine, für dass ich das gerade zum zweiten Mal fahre. Ich will das nicht wissen, wie gefährlich das ist im echten Leben. Die Leute da so durchbrettern, die müssen ja lebensmüde sein.
Oh. Hätte ich es sogar geschafft, wenn da nicht dieser Reifenstapel gewesen wäre? Wobei wäre ich einfach in die Hauswand reingefahren. Ich glaube, das wäre sicher nicht besser gewesen. Boah, Alter, ja! Junge, ich drehe einmal ein bisschen. Mein Motorrad geht direkt, denkt sich gerade, wir machen eine 90-Grad-Kurve. Aber das wird sicher nicht der letzte Sturz gewesen sein. Ich gebe mir Mühe, so wenig zu stürzen wie möglich, aber das ist natürlich schwierig. Wenn ihr mal selber daran interessiert seid, googelt das mal. Also ich fand es wirklich spannend. Die Isle of Man. Ja, Alter! So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen wieder konzentrieren. Dem, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, perfekt. Hey, Alter, also ich will ja nichts sagen, aber ich bekomme im Moment absolut nichts hin. Vielleicht kommt dann mal noch ein zweites Video. Vielleicht schlage ich dann da meine Zeit. Hey, also. Wenn ich bremse, darf ich nicht um die Kurven gehen. Das ist die dümmste Idee, die man machen kann. Da hätte ich mich beinahe wiedergelegt. Fahren hier schon 6 Minuten. Ist aber eigentlich noch eine schöne Strecke. Also da kann man zum Beispiel auch mit dem Auto durchfahren. Halt jetzt klar nach Regeln halt. Aber wäre sicher trotzdem schön. Aber wie gesagt, ich habe selber nicht so viel Ahnung von Isle of Man. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass es eine Insel ist, die irgendwo bei den britischen Inseln ist und ja, das Motorrad da mit 260 bis 300 durchfahren. Das ist die gefährlichste Motorrad, das gefährlichste Motorradrennen ist. Und gebt mir gerne Tipps und Tricks, wenn ihr das Spiel kennt oder wie auch immer. Weil zum ersten kenne ich halt einfach auch die Strecke nicht. Also ich bremse da wahrscheinlich viel zu viel, wo man gar nicht bremsen müsste. Da habe ich mich schon lange nicht mehr hingelegt. Ja. Das ist Karma, weil ich es ausgesprochen habe. Zuerst dachte ich, ich schaffe das noch zurück auf die Strecke. Wieder eine lange Gerade. Die mag ich, diese langen Geraden, weil man dann richtig beschleunigen kann. Ups. Ja, gut. Also ich bin gespannt,
Wie. Also, ab welchem Moment wäre ich gestorben jetzt nach diesen 9 Minuten? Mindestens einmal wäre ich sicher gestorben. Ja gut, ich wäre nur einmal gestorben, danach bin ich ja tot. Das sah schmerzhaft aus. Ich glaube, spätestens jetzt wäre ich tot. Weil ich bin gerade im Kopf. Wobei ich habe einen Helm auf. Vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich nur eine Hirnerschütterung. Aber ich glaube, das sah ein bisschen schlimmer aus. Ja, genau, das sehe ich genauso. Wir haben gleich 10 Minuten. Und wie oft sind wir schon gestürzt? Ich habe nicht mehr mitgezählt. Vielleicht könnt ihr das ja machen oder irgendwer, wenn es gerade langweilig ist. Nein! Und das. Lol, ich bin gar nicht gestürzt. Aber kehrt zurück. Geil. Wahrscheinlich habe ich einfach das Gebiet verlassen. Was die Map halt. Aber ich muss sagen, es ist echt geil gemacht. Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da aussieht, aber ich denke, die haben das realistisch nachgebaut. Oh, da muss ich bremsen. Schaut euch das an! Ich gehe nach rechts und der fährt einfach geradeaus weiter. Was ich mich frage, die haben da ja so kleine Curbs hingebaut. Für was denn? Die fahren doch da eh nicht darüber. Ist das dann für die Bordsteine, falls sie darauf kommen, dass wenigstens ein bisschen abgerundet ist? Oder warum haben die das gemacht? Warum, wie viel Arbeit das sein muss? Oder lassen die die gleich da? Ich meine, das ist ja sau viel Arbeit. Dass die alles abdecken müssen, auch mit Reifenstapel und Säcke und alles Mögliche. Oh. Und alles Mögliche. Ich meine, das ist ja etwa 3, 4 Monate Vorarbeit, die man machen muss, bevor überhaupt dann das Wochenende kommt. Ist das überhaupt nur ein Wochenende? Dauert das eine Woche? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist echt hart, wenn ihr so überlegt, wie man einfach da mit so einem Motorrad da einfach so Vollgas durchfährt. Oh shit, wo ist denn mein. Okay. Das wäre der Moment, wo ich sagen würde, jetzt bin ich endgültig tot. Da war dieser Moment. Ist das ein Fluss? Ist das die Meergrenze? Ah, nee. Ja, vielleicht sollte ich mich nicht um das Gebiet um mich herum kümmern, sondern vielleicht auf mein Motorrad konzentrieren. Also hier ist 50er-Zone. Ja. Das sieht man warum. Also ich war gerade in der 50er-Zone, würde ich jetzt gleich auf über 200 pushen. Geil. Ja, okay, gut. 170 war's. Junge. Also, ich muss sagen, zum Steuern ist es eine Katastrophe. Ich bin mir das einfach nicht gewöhnt, halt mit einem Motorrad zu fahren. Da bremsen. Nicht. Da muss ich bremsen. Und diese Orte haben sogar Namen, wie man unten links sieht. Sagen wir, mit einem Auto müsste man das sicher 1,5 Stunden fahren, diese Strecke, wo wir gerade hier fahren. Oh,
Mit dem Motorrad bisschen mehr als 20, würde ich schätzen. Also ich bin safe schon mehr als 14 Mal hat sie mich safe schon mehr als 14 Minuten hingelegt. Ich schätze jetzt mal so 18 bis 21 Mal, schätze ich mal. Ah, nein. Ah, nein. Ah. Mann. Oh, ich muss nach links. Ups, ich dachte, es geht da geradeaus. Sagen, die Sonne im Game nervt ein bisschen. Alter, komm, schaut euch das an. Ich hasse es. Wieso stört sich denn so viel? Wie kann ein Mensch da durchfahren, ohne einmal zu stören? Oh, Nackenbruch. Aber wie kann ein Mensch da durch, ohne zu stürzen? Das ist doch gar nicht möglich. Ich weiß halt nicht, wie ein Motorrad mit der Steuerung funktioniert jetzt im echten Leben. Aber wenn das gleich bescheuert ist wie hier, dann würde ich sagen, ich würde das niemals machen. So, wir sind bei 17 Minuten. Okay, jetzt sehe ich so ziemlich gar nichts mehr. Ja, hier muss ich bremsen. Hier bremse ich jetzt lieber einmal mehr, weil das so Land halt ist. Hast sicher auch mehrere Kurven. Okay, hier muss ich bremsen. Okay, gut, so fest hätte ich wahrscheinlich nicht bremsen müssen, aber da geben mir die Sicherheit doch ein bisschen vor. Uiuiui, das war knapp. Oh nein, oh nein, nein. Oh. Junge, es ist so schwierig. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt einmal kurz angespielt, so ein bisschen. Ich bin eine einzige Runde gefahren, weil das einfach so lange dauerte. Und das ist jetzt meine zweite Runde insgesamt im Spiel. Deshalb muss ich da kurz bremsen. Ja, gut. Was mich ein bisschen aufregt, ist, dass die Kamera immer, wenn ich stürze, nach hinten zeigt. Ich möchte eigentlich schon gern sehen, wie der da 20 Kilometer durch die Luft fliegt. Nein, nicht. So, ich glaube, wir sind gleich mal bei der 30 angelangt.
Also bei 30 Stürzen. Hey, das gibt's doch nicht! Das war ein schöner Flug über den Zaun. Also ich meine, die Leute, die das ja machen, ne? Also so berufsmäßig. Ich denke, klar, das sind Profis. Aber wie kann man da nicht mindestens einmal stürzen? Das geht doch gar nicht. Ich meine, schaut euch die Kurven an. Die müssen sich ja jede Kurve einprägen. Als ob die sich etwa 800 Kurven auswendig merken können. Ich meine, die haben ja nicht dann ja einfach. Also klar, die können da einfach mal pro Jahr irgendwie 5, 6 Mal durchfahren. Aber die können ja da nicht mit 200 km/h durchfahren, sondern mit etwa 50 km/h durchfahren. Das ist nämlich ein Unterschied. Und ich meine, als ob die jetzt. Und wie gesagt, die haben ja nicht so viel Vorbereitung, nehme ich an. Ups. Ich kann mir das nicht vorstellen. Neben was ich ganz krass finde, ist, dass einfach bei dem Rennen, immer wenn das ist, mindestens einer stirbt. Das ist schon heftig. Ich meine, dann wird ein Lewis Hamilton zum Prinz. Oh nee, was wurde er? Zum. Ah, Ritter wurde. Zum Reuter wurde er geschlagen. Ja, zum Prinz geschlagen, natürlich. Zum Ritter geschlagen. Und diese Leute, die das hier machen, bekommen so wenig Aufmerksamkeit, dass ja. Also klar, es ist schon ein bisschen berühmt. Aber es ist jetzt auch nicht so, wie gesagt, wie Formel 1 oder MotoGP oder irgendwie was. Ich meine, die Leute hätten das hier auf jeden Fall mehr verdient. Was den Sieger oder irgendwie so. Alter, das ist schon echt heavy. Und da habe ich einfach meinen Respekt auch davor. Für Leute, die so etwas machen. Also wir fahren hier gerade mit 260. Schaffe ich die Kurve? Oh mein Gott, ich habe die Kurve geschafft. Lol. Ich hätte jetzt gedacht, wir stürzen gleich wieder. Aber es ist trotzdem eine schöne Insel. Nein, komm schon, nicht stützen. Schmerzhaft, schmerzhaft. Übelst schmerzhaft. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt darf ja kein Auto auf der Straße sein. Die müssen das ja auch alles noch absperren, dass die überhaupt da durchgefahren können. Ist das so wie ein bisschen bei Tour de France oder irgendwie so, nehme ich das an. Die Kurve war schön genommen. Nicht stürzen. Danke. Lol, mir wird einfach nichts mehr angezeigt wie in den Kurven, oder? Nö. Okay. Hä? Muss ich da. Ah, ich muss da runter. Ich wusste einfach nicht wohin. Wo? Rechts. Alter, wieso wird mir nichts mehr angezeigt? Wird mir das schon die ganze Zeit nicht mehr angezeigt? Am Anfang wurde es mir noch angezeigt. Oder bin ich jetzt einfach nur noch ein Geist, wo das nicht mehr bekommt? Was, wir sind bei 24 Minuten. Ist das gut?
gut, ich weiß es nicht. Wir sind fertig. Wir sind eine Runde gefahren. Oh mein Gott, Leute. 23, 57, 9. Meine schnellste Bestzeit. Ja, Leute, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde das wirklich spannend. Wenn ihr selber das auch mal ausprobieren wollt oder mal schauen könnt, informiert euch. Ich finde es wirklich spannend. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.